zum 50. Todesjahr von Dupré habe ich verschiedene Dinge mir ausgedacht, weil ich den Komponisten natürlich sehr schätze. Und eines davon ist die Symphonie Passion, die ich eines seiner grandiosesten Werke finde, die hier auch in den Orgelfeierstunden erklingt, aber eben auch als Aufnahme produziert wird. Dupré hat ja selber hier im Kölner Dom gespielt, mehrmals. Ich habe auch Konzertprogramme mittlerweile bekommen, die zeigen, was er hier gespielt hat. Es gibt auch Aufnahmen noch vom WDR ganz früh. So gibt es auch eine besondere Beziehung. Auf dem Album sind auch andere Stücke zu hören, die das schön ergänzen. Es gibt das berühmte Adagio von Samuel Barber, das ich eine unglaubliche Komposition finde, egal in welcher Instrumentierung. Das ist hier besonders schön, weil die Orgel so eine breite Grundlage eben in den Grundstimmen hat und wie sich das aufbaut, das höre ich selber mir immer wieder gerne an, die Achtfüße, die schon einen richtigen Fortissimo-Klang erzeugen können. Und dann kommt erst noch kommen die oberen Frequenzen dazu. Das ist ein Stück, das hier ganz fantastisch klingt. Apparition de l'Église Éternelle von Messiaen ist eines der Stücke überhaupt. Also ein gehört zu den größten Schätzen, die Orgelmusik zu bieten hat. Ein großes Crescendo bis zu dem C-Dur-Akkord in der Mitte, das auch natürlich hier in diesem Raum eine unglaubliche Wirkung entfaltet. Ich kann mich erinnern, dass es gespielt wurde zum Weltjugendtag 2005 war das, glaube ich, 2004. Und es hat Applaus gegeben, als der C-Dur-Akkord kam, weil das ein so überwältigender Klang war und es brach auf die Zuhörer heraus. Ist eine Idee, die entstanden ist, als das berühmte Fenster von Gerhard Richter eingeweiht wurde, 11.000 kleine Quadrate, und die Idee war 11.000 Töne, die dasselbe dann in der Musik darstellen, alle unterschiedlich angeordnet, so wie auch die Farben in dem Fenster unterschiedlich angeordnet sind. Es gibt eigentlich einen ganz unerhörten Klang, weil die Orgel in diesen 10 Minuten diese 11.000 Töne produzieren muss per MIDI. Die Klangfarben mischt dann der Spieler dazu. Insofern ist es dann doch eine Improvisation. Aber dieses kurze Anreißen der Töne, weil es so schnell geht, das ist schon ein ganz toller, ganz neuer Klang. Und das passt dann auch zu diesem neuen und ganz ungewöhnlichen Fenster.